Der Renault Zoe war 2013 der meistverkaufte Elektro-Pkw in Österreich. Anlass für Renault, um bei der Vienna Auto Show 2014 auf dem Renault-Messestand einen Future Talk mit Zukunfts- und Trendforscher Matthias Horks zu veranstalten. Wie sieht Horks die Zukunft des Elektroautos? Also wir können sehen, dass in einigen europäischen Ländern und auch in Asien das jetzt richtig losgeht mit der Elektromobilität. Norwegen hat jetzt 15-20% Neuanmeldungen von E-Autos. Wobei da auch eine ganz andere Politik gemacht wird. Also da gibt es ja reichlich grünen Strom und die Autos sind steuerfrei. Und das zeigt, dass das uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen wird, weil wir müssen natürlich runterkommen von diesen gewaltigen Mengen Benzinverbrauch. Wenn wir uns vorstellen, dass jetzt jedes Jahr ungefähr 2 Millionen Fahrzeuge allein in China mehr verkauft werden, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet oft für die Zukunft. Weil Sie die politischen Rahmenbedingungen angesprochen haben, was würden Sie diesbezüglich der österreichischen Regierung empfehlen? Also in London zum Beispiel muss man 15 Euro umgerechnet zahlen, um in die Innenstadt zu fahren. Das hat die Innenstadt wieder erreichbar gemacht, aber Elektroautos sind ausgeschlossen davon. Und Elektroautos fahren dort auf der Busspur und das fände ich zum Beispiel auch wunderbar, weil wir fahren, also ich bin ja selber E-Fahrer, wir fahren abgasfrei und wir tun das für die Umwelt. Und wir haben eine sehr viel höhere Effektivität in der Mobilität und das sollte man natürlich auch entsprechend belohnen. Horks selbst fährt derzeit einen Zoe, sieht aber große Chancen für besonders kleine Elektrofahrzeuge, denn 80% aller Verkehre in Zukunft finden in Großstädten statt, in verdichteten Großstädten, also nicht nur in Europa, sondern vor allen Dingen in Asien. Und da brauchen Sie kleine, wendige Fahrzeuge, da ist sowas wie der Twizy ein wunderbarer Prototyp, das wird sich massiv weiterentwickeln.